Willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 2. Im letzten Part etwas abrupt beendet und jetzt geht es hier gleich weiter, immer noch mit dem Versuch, ohne Medipack diesen Scheiß hier zu schaffen. Und er meinte, dass wir niemand hinkriegen. Und schaden vielleicht nicht gerade die Stelle, aber das ganze Spiel ohne Medipack und so, das kriegt man schon hin. Ja? Nein! Ja, das hat doch Alisa geschafft, meine ich. Ja, genau, unter anderem. Ich nicht, noch nicht. Ja, ich habe das schon mal darauf angelegt, aber nein. Aber diese Stelle kann man quasi. Was? Ich habe gar Fast kein gar Blut nicht. gesehen. Kann man fast nicht schaffen, weil das, was Das ich ist im letzten Part. lackbasierend. Was ich im letzten Part so abgehakt gesagt habe. Diese Aufstehanimation kann man nicht überwinden. Und das heißt. Ja, seht ihr, Sollschaden, so gesehen, quasi anders ausgedrückt. Und ich werde jetzt ein verficktes Medipack nehmen müssen. Leck mich, Dam, Spiel. dam, da. Ja, ich kann es nicht anders machen. Es ist nicht möglich anders. Selbst wenn man Profi ist, kann man das nicht. Es geht nicht. Ich hätte Mit viel vorher. Glück kann man es schaffen. Ja, natürlich, halt mich fest, ist okay. Da braucht man aber schon extremes Glück. Ja, gut, mit Glück, aber mit Weil Skill hat teilweise das. hast du es ja schon fast bis draußen geschafft und so. Ja, gut, das stimmt. Aber mit Skill hat das nichts mehr zu tun. Das ist wirklich noch Glück. So, nimm die 1 und pack sie weg. So. Und Uzi, die ich noch nie verwendet habe und da mittlerweile ein bisschen Munition für haben müsste. Geringfügig. Ich glaube gar nicht so viel. Hast du überhaupt einen Granatwerfer? Ah, 2000 nur von der Uzi. nee, du hast doch keinen Granatwerfer. Komisch. Kein Kommentar. Stirb. Den kriegst du auch noch. Dieser Kackgranatwerfer, wirklich. Ich hasse ihn. Und So. den Steindrachen, den magst du doch auch besonders. Okay, ab hier übernimmt MK Indiana Jones. Ich bin jetzt mal ruhig. Ja, genau. Das war so klar. Immer diese Trotzreaktion. Das ist so typisch. Stille, maybe. Ich finde was amüsant. Warum gehst du dahin? Da kommst du her, du Nase. Ich spreche ein Wort, oh mein Gott. Ich kenne das doch von deinem LP mit Alisa. Sie war auch irgendwie teilweise mal ruhig und meinte so, nö, jetzt bin ich angepisst, jetzt sag ich nichts. Ja, aber es ist sinnfrei, wenn dem, der LP von dem Kanal ist, dass der ruhig ist. Ja, nein, für mich ist es einfach Protest. Der Steindrache war böse in Verbindung mit dem Granatwerfer. Es gibt schon noch ganz viele andere Sachen. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Hä? Was hast du da oben jetzt gemacht? Ich weiß, dass ich hier nicht weiterkomme, weil ich dieses komische Teil da brauche. Und hier komme ich weiter. Das weiß ich, weil ich hier dieses komische Teil kriege, was ich will. Aber ich weiß noch nicht wo. Ich weiß Du nicht, wie ich hier hochkomme. musst. Ich weiß es. Es ist so einfach. Und du übersiehst es einfach. Da. Hier muss es sein. Wenn ich hier dann. Ja. Sag schon, es ist einfach. So, ich weiß, dass es da so lang geht. Was ist hier? So. Und sowas. Hier ist gar nichts mehr. Also gehen wir mal wieder da lang. So. Und hier kann man sich hangeln. Huhu. Wie ich vor 2 Sekunden bereits sagte. Ja, okay. Stimmt. Sehe ich auch so, Lara. Nicht mal Stimmt. das kriegt dahin. Lara kriegt das nicht hin. Sag es ihr. Lara, warum willst du nicht hangeln? Sag mir das. Aha, immerhin. So. Hat der Munition? Ich glaube schon. Ich weiß aber nicht genau. I don't So. know. Da. Ich Automatik. kenne Oh, schön. kenn Items in Hype, Was kennst du? aber in Hype kenne ich Items auswendig, aber nicht hier. In Hype? Du weißt, was mir gerade in den Kopf kommt. Ja, ich weiß, was dir in den Kopf kommt, ja. Und du musst es auch noch hier ansprechen. In diesem LP.
Hype, ja. Ja, schön. Komm, ich stache die Stacheln in Stacheln in die die Lasche. Lasche. Nimm ihn. So. Es gibt ja aber noch einen zweiten irgendwie, das weiß ich. Aber noch nicht jetzt, oder? Was bringt's mir überhaupt, wenn ich jetzt den einen einsetzen würde? Dann wäre eine Flamme weniger und trotzdem hätte ich noch zwei vor mir. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich schon 2 bis 3 haben. Eigentlich. Ich meine, einer macht schon mehr als eins, wenn ich weiß. Nee, ich meine nicht. Ich weiß, dass ich hier mehr als einen kriege, aber wo denn nochmal? Irgendwo war das doch so. Gab es hier nicht so einen anderen Raum noch? So in der Art. Dieses Level habe ich sogar, als ich es privat gespielt habe, relativ schnell geschafft. Oh Gott. Ja, doch, in Tomb Raider 1 bin ich fast jeden Gegenstand auch noch sagen. Tomb Raider 1, aha. Bei den 2 natürlich nicht. 2 habe ich am wenigsten gespielt. Ich habe jeden anderen. Nein, Tomb Raider 6 habe ich auch noch nicht so oft Und gespielt. Tomb Raider 4 wohl auch nicht. Weil du da Doch, Tomb Raider irgendwie. 4 habe ich öfter gespielt, aber das Spiel ist einfach ewig lang. Ewig Tomb lang? Raider 3 auch, aber da kenne ich auch nicht alles auswendig, weil es auch so groß ist. Moment. Hier irgendwo Aber ist Tomb Raider was. 2 habe ich wirklich kaum gespielt. Hier ist. Siehst du? Da, da, siehst du? Da, das, da. Ja, da kommst du dann noch hin. Komme ich wirklich hin? Naja, wenn du das doch Meine sagst, ich. ist es wohl so. Meine ich. Aber ich kenne das Spiel nicht Ich auswendig. nehme mich jetzt beim Wort und verurteile ich für alles, was du sagst, was falsch ist. Ja, genau. Ganz böse. Weil ich das Spiel auch auswendig Da kenne. ist der Steinrache, oh mein Gott. Steinrache. Aber ich kriege hier nicht. So nah und auch so fern. Bug! Nein. Selbst wenn es buggen würde, ich würde es nicht ausnutzen. Ich würde das dann wieder rückgängig machen wollen. Ist hier nicht dieser komische Kacktaucher? Ja, natürlich. Aber wo? Ich glaube, der ist irgendwie in der Wand gebuggt. Kann das sein? Das ist Der nämlich ist auch öfter so. außerhalb des Dings und bla. Ich bin mir nicht In sicher, einem aber. anderen Bereich und du hörst ihn einfach nur schon. So. Schon mal Unterbrecher. so weit gedacht? Ja, könnte sein. Ja, super. Hat mir jetzt viel gebracht. Wow. Moment. Was hat der Schlüssel dir nochmal gebracht? Welcher Schlüssel? Den unten gegenüber von dieser Wand, die du gerade gezeigt hast. Der hat mir irgendeine Tür aufgemacht, von der ich nicht weiß, wo die ist. Die müsste doch irgendwo dann in deiner Nähe gewesen sein. Bei Tomb Raider ist nichts in der Nähe eigentlich von den Schlüsseln. Geh da jetzt nochmal hin. Aha. Das ist die einzige Vermutung, die ich gerade habe. Aber ich wusste, dass es nur eine Flamme ist und dass ich mindestens zwei brauche. Sag ich ja, ich brauche alle. Ich habe gerade an eine andere Flamme gedacht. Jetzt kommt wieder dieser hobbylose Taucher. Wäre es nicht 2:30 Uhr, hätte ich gesagt, Lisa kann für mich so ungefähr. Hä? Wie jetzt? Im Grunde von, die könnte das Spiel auswendig. Stimmt. Ob sie wohl bereit ist, nochmal Tomb Raider 2 zu verfolgen? Das ist dann ein Triple Together, oh mein Gott. Hä? Hallo? Geh daran vorbei. So, okay. Da ist. Ja, Lara, Warum bist du natürlich. jetzt um diese Säulen gelaufen? Weil ich dachte, hinter den Säulen ist was. Aber da war nichts. Geh noch mal hinten rechts in die Ecke. Hinten rechts, wo? Nein, da wo der Schlüssel war. Da war doch irgendwas mit einer Glasscheibe. Stimmt. Natürlich, natürlich, Das natürlich. fiel mir gerade so ein. Oh Gott. Ja, natürlich. Dieser elendige. Weil da waren wir auch noch nicht. Und dann das war sein, was in den Sinn kam, was es hätte öffnen können. Der hat mich geschlagen. Hat er Tja. irgendwas? Nein. Stimmt, dann ist es das gewesen. Oh. Ach komm. Einmal rumlaufen, bla. Was, was? Aha, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. So. Ach, das war da.
unnötig und so. Irgendwann kommt noch mal ein Typ von hier, das weiß ich noch. Ich bin mir ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig. So, hier, genau. Ich habe jetzt irgendwie konstant 0,5 Medipacks in jedem Level verbraucht bisher. Kann das sein? In jedem Level? Nein, ich glaube, manche hast du mit 0. Ja, aber die rechne ich nicht. Also quasi nur die, wo ich überhaupt was verbraucht. Hast du nicht in einem 1 verbraucht? 1? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe bisher immer 0,5. Ist schon wieder zu lange her. Als dass ich das wusste. Ein Monat ist nicht lang. Ja, aber für sowas schon, für solche banalen Dinge. Das war Ironie. Na gut, es gibt Leute, die würden wirklich sagen, nach einem Monat, deswegen konnte ich das jetzt wirklich nicht zuordnen, ob das jetzt Ironie war oder nicht. Es klang nicht mal so. Es ist schon über 30, da muss man sowas jetzt nicht mehr raushören können. Zu 100%. No! Ach, oh, no. Ich bin raus, ich hasse die Räume. Ja, zeigen wir sie mal den ganzen Zuschauern, zur Freude von MK. Ich weiß, es gibt irgendwo eine Scheißfalle. Und das ist diese da. Genau. Was für eine Falle war das? Es gibt eine Falle. Ich glaube, da kommt irgendwas und du gewinnst gar nichts, aber nimmst eigentlich Schaden. Irgendwie sowas war's. Stimmt, bis hierhin habe ich privat gespielt. Die gehen nicht auf. Geht die auf, wenn ich da lang gehe? Nein. Es gibt ja so Türen. So, und hier. Geh da runter, genau, so. Ja, okay. Soll ich diesen komischen Block schieben? Allerdings kann ich den nur nach hier ziehen. Na? Ach, den kann ich gar nicht schieben. Ah, dann den hier. Irgendwie sehen die Blöcke, die man schieben kann, immer so hell aus. Also diesen Block, dass man den schieben kann, das war mehr als offensichtlich. Ja, ich hatte ihn aber vorher noch nicht gesehen. So. Du hast einfach nicht drauf geachtet, weil selbst ich hab den schon vorher gesehen. War der nicht vorher im Bild? Der war vorher im Bild, 100 Pro. Kann ich jetzt nicht so sagen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ah, das ist so nervig, diese Kistenschieberei und Zieherei und... Deswegen mag ich die Räume nicht. Lara. Zieh. So. Wie sie aber immer stöhnt. So. Sieh du mal so eine, was weiß ich, wie viel Tonnen Kiste. Ich würde das gar nicht erst probieren, weil ich weiß, dass es eigentlich nicht möglich ist. Lara, ohne Witz, ich mach doch Steuerung und Pfeiltaste, also tu das. Grr. Warum springt sie dann wie so eine komische Deppin da hoch? Ja, wahrscheinlich, weil sie eine ist. So. Was macht der jetzt? Irgendwas anderes öffnen. Es ist sowieso so Tomb Raider-Logik. Ich ziehe einen Schalter, damit ich einen Schalter ziehe, der mir an eine Tür öffnet. Oh. Du kannst eine Kiste ziehen. Welche Kiste? Ach so, die. Ah. Meine ich. Die hatte ich vorher nicht im Bild. Eindeutig. Nein, überhaupt nicht, weil da oben auch kein Loch ist und so. Nein, nein. Lara, ziehst du das? Du stehst nicht mittig vor dem Block. Ja. Der Nase weiß. Da, das ist auch nicht mittig. Ja, aber wenn du ganz am Rand stehst, dann macht sich das recht nicht. So. Naseweiß hat mehr Suchergebnisse als Nasen-OP. Ist mir so egal. Das weiß ich von Schlag den Rab, weil er das gewonnen hatte. Die mussten quasi Nase, haben sie vorgegeben und da mussten sie noch mindestens 4 Buchstaben anhängen und dann wer mehr Suchergebnisse hat. Und dann hat der Rab Naseweiß genommen und der andere Nasenoperation. Und Naseweiß hat irgendwie viel mehr gehabt. Und genau das war die Stelle, wo wir mit den Sounds getestet haben. Erinnerst du dich? Nein. Und deswegen weiß ich auch auswendig, dass hier jetzt ein Knüppler kommt. So. Das wäre das Coolste gewesen, wenn jetzt keiner gekommen wäre. Ohne Witz, der hat mich voll getroffen. Will ich denn? Nee, das sehe ich nicht ein. Das ist mir viel zu blöd. Nein, sehe ich nicht ein. Nein, nein, nein. Statt ihn anzulocken, rauszurennen und dann auf ihn zu schießen, nein. Gehst du mal drauf, bevor du mir eine gibst? Aha. In Ordnung. Hat der was? Gibt dir nichts. Warum nicht? Er ist geizig. Er ist so geizig. Tote sind nicht geizig. Doch. Ach komm. Ja, und das war nicht mittig, oder was? Lara. Wenn du
wenn du vorher noch die nach vorne laufen hast, dann drückst du das klar, dass sie dich hochziehen will, statt nur Steuerung zum Halten zu nehmen. Ja, aber sie. Nein, da kannst du nicht rausreden. Ich drücke Steuerung zuerst und dann die Pfeiltaste nach vorne und trotzdem macht sie es nicht. Ja, du musst ja auch warten, bis sie. Ach, egal. Aha. Aha. No. Aha, natürlich ist es logisch. Lara, geh da hoch. Okay. So, zieh den Hebel. Und der macht diese komische Tür da auf. So. Und ich glaube, jetzt beginnt gleich wieder das 100% Blinde. Jetzt geht die Tür auf. Nein. 100% blind niemals. Ja, nee, bei mir auch nicht, aber dass ich es privat nicht weitergespielt habe. Ach ja, genau, hier ist der Schlüssel. Rostiger Schlüssel. Also ich weiß natürlich auch noch einiges, aber es ist halt so, dass ich privat nicht weiterspielte. Was kommt hier denn? Ich bin jetzt mein Uli-Schlüssel, das bin ich mir noch am überlegen. Es gab da keinen, meine ich. So, keinen Sollschaden bekommen. Was sollte ich denn hier tun? Ich glaube, das Ding musste so. Ich fand schon total bescheuert, dass es ein Tour 3 gab, der so ist. Tja. Der Uli-Schlüssel. Demnächst gibt's auch zum Dank an alle Spieler den Stone-Schlüssel. Oder ein Steinschlüssel oder sowas. Steinwaffenschlüssel. Ja, der kommt noch. Werden sich alle dran erinnern, das war Tomb Raider 2, dieser scheiß Steindrache. Ja, Lara fast. Ja, Lara fast. Aber nicht ganz. Theoretisch hätte ich in Tomb Raider 3 eigentlich auch nur ein Secret übersehen müssen. Wie viele hast du denn da am Ende nicht gehabt? Weiß ich nicht, einige, aber in Tomb Raider 1 habe ich ein Secret übersehen und in Tomb Raider 2 habe ich ein Secret. Oh Mann. Und in 4 musst du jetzt. Funfact, in Tomb Raider 1 ist es auch genau 1 gewesen am Anfang. Lara? Da musst du jetzt aber in Tomb Raider 4 auch eins übersehen. Dann habe ich schon einige übersehen, 100 oh. Pro. Echt? 100 Pro. Also. Das in einem Abschnitt weiß ich das schon. Ich finde es ja am schwierigsten zu durchblicken in diesem Tomb Raider Teil. Ach so, okay, das ist ja. Nicht in diesem, sondern in den anderen, weil in diesem weiß man, es gibt nur mehr oder weniger 3 Geheimnisse. Und wenn man davon eins nicht hat, ganz klar, Geheimnis weg. Und in den anderen weiß man das nicht so genau, wo jetzt irgendwie eine Munition vergessen wurde oder sowas. Und du mir 3 sieht man so im Menü, wie viel man hat, von wie vielen. Mhm. Na gut. Ich meine, ich pro Level, wenn man die Statistik aufruft, aber dann hört es auch schon auf. Mhm. Ja. Gab's hier noch eine Kiste zum Schieben oder was? Irgendwie passt das so nicht. Was ist jetzt hier falsch? Das ist doch richtig. Frag mich doch was Leichteres. Hä? Fehlt dir eine Kiste? Guck einfach bis zum nächsten Mal nach. Ja, glaube ich auch. Moment, ich probiere noch. Sie kann doch nicht 2 übereinander ziehen, niemals. Was? Ich wollte schon sagen. Aha. Ja, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ciao.